Und damit hallo und herzlich willkommen zu Die Sims 4 Inselleben. Ja, es ist ein neuer Teil rausgekommen. Perfekt jetzt gerade aktuell, kurz vor den Sommerferien. Beziehungsweise in einigen Ländern sind ja schon seit einer Woche Sommerferien. Ich werde dieses Spiel mit euch starten, beziehungsweise ein ganz neues Spiel mit euch starten. Nein, halt, stopp. Tutorial überspringen, das wollte ich eigentlich drücken. Und zwar werde ich meinen Hauptcharakter... Ja, kurz die Klappe halten, ja? Und zwar werde ich jetzt meinen Hauptcharakter anlegen. Die wird zusammen mit ihrem Freund und beziehungsweise Mann und ihren Bruder wird sie zusammen in einem Haus einziehen und ich denke mal, dass auch noch Haustiere dazu kommen werden. Ich werde jetzt erstmal alles einrichten und werde euch dann direkt wieder hinzufügen, wenn ich fertig bin. Und da sind wir wieder. Ich habe soweit alles fertig und zwar besteht aus unser Haushalt diesmal... Unser Haushalt diesmal aus 4 Personen, beziehungsweise 3 Personen und einer Katze. Einmal gibt es da Morgana Le Fay. Das ist die junge Dame, die jetzt gerade vor mir steht hier. Sie hat eine sehr große Vorliebe für Botanik. Sie liebt die Natur, ist ein Kind der Inseln und ist sehr ordentlich. Dann gibt es noch den... jungen, hübschen Kerl hier. Das ist der Jake Le Fay. Er ist verheiratet mit Morgana. Er liebt das Angeln, ist immer sehr fröhlich, ist ebenfalls ordentlich und liebt die Natur. Dann wohnen die beiden zusammen mit dem etwas jüngeren Bruder von der Morgana. Und zwar ist das der Ben. Und zwar ist das der Ben. Er hat das Ziel, dass er reich werden will im Leben. Er ist ein Genie, ist musikalisch sehr, sehr begabt und ist sehr ehrgeizig. Und die letzte im Bunde ist das süße Ding hier, und zwar ist das Sabrina. Sie ist sehr anhänglich, ist ein absoluter Freigeist, das heißt, sie liebt es, so ein bisschen in der Gegend herumzuspazieren und alles, und ist sehr, sehr freundlich. So, ich speichere nochmal schnell alles ab. Ich weiß nicht, ob ich es gerade eben schon gemacht habe. Und starte nun mit dieser Familie. Wir starten natürlich im neuen Teil. Und zwar nennt sich das Ganze Sulani. Das ist von Inselleben die Gegend. So, wir haben 26.000 frei. Wie teuer wäre das denn? 19.000. Oh, Grundstücksmerkmale, vulkanische Aktivität. Das hört sich aber nicht so gut an. Das kann ich mir nicht leisten. Es ist nett, dass mir das schon angezeigt wird. Können wir auf einem Grundstück... Achso, das ist kein Grundstück. Okay. Ja, ein Bett und eine Toilette. Das ist natürlich nicht so doll. 50 mal 50 wäre das Ganze groß. Das ist 30 mal 20. Das ist natürlich auch nicht groß. Ach so, das kostet aber schon 10.000. Dann haben wir ja quasi gar nichts. Uiuiui. Das ist alles nur für eine Person ausgelegt. Das ist natürlich geil, wenn da 3 Leute drin wohnen. Das ist 30 mal 20. Das ist 20 mal 20, hat 2 Betten. Das ist natürlich schon mal schön. Das war aber 30 mal 20. Also das ist eigentlich noch das Größte. Beziehungsweise, ja, das ist auch 30 mal 20. Das wäre direkt an der Küste. Das ist ein Ozeanparadies. Das ist auch das teuerste, muss ich dazu sagen. Ist aber vom Bereich her absolut das größte. Mein Problem bei der Sache ist jetzt nur, sie hat ja eine absolute Vorliebe für die Botanik. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so am Strand machen kann. Das heißt, eigentlich für die Botanik wäre entweder das 20x20 Häuschen oder das 30x20 Häuschen perfekt. Allerdings sind die vulkanischen Aktivitäten für mich so ein bisschen...
Ich weiß es nicht. Wobei 20 mal 30 natürlich jetzt auch nicht so groß ist. Aber es ist natürlich schon schön. Die Frage ist jetzt, was jetzt wichtiger ist. Ein super Traumhaus zu bauen an der Küste oder ihrer Botanikleidenschaft nachzugehen. Weil ich glaube nicht, dass man da jetzt groß an der Küste was bauen kann. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich würde fast sagen, was ist denn das hier? Hier kann man surfen gehen, so wie es aussieht. Lagunenausblick, das hört sich auch gut an. Steht jetzt nicht so wirklich was drin. Vom aktiven Vulkan, plätschernder Wasserfall. Okay. Paradiesischer Strand. Abseits des Netzes. Ozeanparadies ist natürlich trotzdem. Also Ozeanparadies würde ihm wiederum zugutekommen, weil er ja auch gerne angeln würde. Wobei das ja jetzt nicht unbedingt ein Muss ist. Also ich würde normalerweise sagen, ich fange mal wieder groß an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und geht dahin, wo eigentlich jedermann gerne leben würde. Ich hoffe, dass man auch so ein bisschen Botanik hat. Ich habe nur knapp 16.000 bzw. 15.000 zur Verfügung. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen kann. Ich hoffe, dass ich mir das Wichtigste holen kann. Ich werde erstmal, denke ich mal, das Günstigste vom Günstigen holen. Ich weiß, das werde ich sowieso wieder nicht machen. Aber wir versuchen es trotzdem. Nicht möbliert. Nee, man kann nicht das Möblierte einstellen, okay. Oh Gott. Ich habe quasi nichts an Geld, womit ich jetzt was machen kann. Das ist natürlich jetzt gar nicht gut. So, da sind sie in ihren eigenen Inselparadies. Jetzt ist das Ganze allerdings schon so lange her, dass ich überhaupt Sims gespielt habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie das jetzt alles geht. Geht hier. Also ja, die ganze Sache mit dem Strand, würde ich sagen. Das ist, damit konnte ich trinken, genau. Es ist natürlich ganz schön. Wir haben sehr viel Wasser, sehr viel Strand. Hier hinten könnten sie vielleicht auch was bauen. Ich weiß es nicht. Ich muss mal schauen. Also der Baumodus. Wird mir hier irgendwas angezeigt? Okay, hier kann. Aha, ich. Ach du Schande. Ich muss quasi ins Wasser reinbauen. Eieiei. Ja, das könnte jetzt unter Umständen ein bisschen kompliziert werden. Da ist auf jeden Fall der Brief. Ups, der Briefkasten. Jetzt klaue ich hier schon die Sachen, die hier stehen. Okay, das heißt, hier vorne wird erstmal so ein bisschen der Bereich sein. Urban Style. Okay. Also ich kann definitiv keine Zimmer nehmen. Es sei denn, ich nehme eventuell ein Bad. Ich weiß es nicht genau. Oder nehme ich. Ja, gestaltete Zimmer ist schon nicht schlecht, aber die kosten alle so wahnsinnig viel, ne? Antikes Bad, wie sieht denn das aus? Oh Gott. Das ist ja so gar nichts für mich. Auch Luxusbad, 10.000. Reine Notwendigkeiten. Ich glaube, das wäre jetzt erstmal ein Bad für uns, weil wir ja so überhaupt nichts haben. Wobei kosmisch sauber. Aber dann hätte ich nicht mehr so viel für die anderen Zimmer. Das ist halt das Problem. Vollgepackt mit Funktionen. Die sind alle so teuer. Ja, ich würde sagen, ich nehme wirklich erstmal das Kleinste vom Kleinsten, beziehungsweise das Günstigste vom Günstigsten. Bläulich, ja, denke ich mal, bläulich ist noch am besten. Ganz außen kann ich nicht bauen, dann machen wir das mal hier. Okay, da ist allerdings die Tür. Das heißt, das muss ich ein bisschen drehen. Jetzt ist die Tür, glaube ich, hier. Wieso ist das Ganze jetzt erhöht? Das habe ich doch jetzt eigentlich gar nicht so gemacht. So, ich würde das aber schon gerne wieder so ein bisschen höher haben. So.
Ja, oh, da kommt schon das erste Zimmer, was ich mir jetzt schon nicht mehr leisten kann. Wobei das ja irgendwie ganz schick aussieht. Okay. Der Meister, antikes Schlafgemach. Wladimirs Kammern, vielleicht sollte ich das nehmen. Nein, ich wollte es ja so klein bzw. günstig wie möglich eigentlich halten. Das wäre dann schon wieder so teuer. Ich meine, was brauchen die noch? Ja gut, die brauchen noch eine Küche. Runter in den Bunker? Ach du Scheiße. Oh Gott. Für heitere Erwachsene. Oh Gott, nee, ich weiß nicht, ob ich das so machen kann. Vielleicht kann ich da auch wirklich erstmal, anstatt jetzt komplett ein Zimmer, obwohl das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich meine, 5000 ist jetzt nicht gerade günstig, ne? Aber einfache Liege, das könnten wir auch nehmen. Das dann aber bitte in einer schöneren Farbe. Ich nehme das jetzt erstmal. Würde ich sagen. Ich kann es gar nicht. Achso, jetzt kann ich es mir ansehen. Was ist denn die Tür? Moment, die Tür ist. Achso, links, auf der linken Seite. Okay. Jetzt sehe ich es auch. Es ist doof, aber gut, die Tür steht zumindest schon mal an der richtigen Stelle. Das ist, was ich immer so ein bisschen blöd finde. So, ich muss immer das sehen, was ich ja eigentlich mache. So, dann bräuchten wir noch ein Schlafzimmer für ihn auf jeden Fall. Er kann dann erstmal das kleine Schlafzimmer bekommen. Ja, in Pink auf keinen Fall. Ich denke mal so, ja, das ist schon okay. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Moment, auf der Seite war die Tür, ne? So, das hängt jetzt direkt da dran. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch eine Küche. Ein Wohnzimmer wäre natürlich auch nicht schlecht, aber eine Küche ist jetzt erstmal. Ach, bin ich hier doof? Die wäre doch als erstes. 8000 haben wir noch. Okay. Ein Traum einer minimalen Küche. Da ist zumindest noch ein Tresen dabei, dass man sich da was draufstellen kann. Oh, damit wäre dann schon alles wieder weg. Aber ich brauche auf jeden Fall etwas sehr günstig. Also ich würde sagen, das ist ganz gut. Blau oder grün? Ich würde sagen, da gefällt mir die Küche an sich besser, aber da gefällt mir der Boden und so weiter besser. Das ist jetzt andersrum. Ah, jetzt kommt die Küche natürlich so ein ganzes Stück rein. Hier war doch jetzt die Tür, ne? Das habe ich doch jetzt richtig gesehen. Ja, doch. So, jetzt müsste ich allerdings mal gucken. Und das könnte jetzt etwas kompliziert sein. Mit dem Boden. Ja, wie gesagt, ich habe wirklich schon etwas länger nicht mehr gespielt. Es müsste das hier sein, Fundament. Ich wollte eigentlich Fundamente haben, hallo? Das ist kostenlos? Die sind alle. Ach so, Fundament ist generell kostenlos. Okay. Und das wäre dann in der Farbe, oder? Nee, in der Farbe, glaube ich. Muss dann ein Raum befestigt werden. Ja, wollte ich ja jetzt eigentlich machen. Ach so, ich bin da die Fundament. Ach so. Kann ich die denn nicht so bauen? Das wäre jetzt doof. Was ich aber machen kann, nee, da. Bauen. Leerer Raum. Genau. Die Frage ist jetzt nur, ist das jetzt mit. Wieso ist das so gedreht? Hallo, wieso kann ich den Raum nicht gerade machen?
so, okay. Kann man das nicht mehr ziehen? Ich dachte, man konnte es bisher immer ziehen. Kann ich das hier reinmachen? Aber das ist jetzt, liegt das jetzt an? Ich hoffe. So, da können wir es auf jeden Fall noch bis zum Ende ziehen. Okay, das ist schon mal sehr gut. So, dann haben wir nur noch 4000 übrig. Ich hätte aber schon gerne ein Wohnzimmer, wenn ich jetzt ehrlich bin. Schlafzimmer, Wohnzimmer. Achso, ich wollte doch Ganze haben. Wohnzimmer. Ich weiß nicht, ob ich es mir überhaupt noch leisten kann, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ich glaube es nämlich ehrlich gesagt nicht. Ja, gut. Das ist also für einen Anfang. Wir müssen ja irgendetwas haben. 3000. Okay, das wäre jetzt sehr teuer. Aber es ist schon mal ein etwas größerer Raum. Die sind wahrscheinlich jetzt alle extrem teuer. Ja. Könnte man auch in Schwarz machen, aber naja. Das ist ganz ekelhaft. Also entweder grau oder schwarz. Schwarz sieht eigentlich schon besser aus. Ich nehme mal schwarz. So, jetzt habe ich schon wieder nicht drauf geachtet, wo die Tür war. Dementsprechend. Die Tür war, glaube ich, jetzt hier, oder? Wenn ich das richtig sehe. Moment, dann machen wir es anders. Wir machen hier die Küche ein bisschen größer. Und ich hoffe, dass man da jetzt noch reinkommt. Ich glaube, es ist normale Türbreite. Zwei sind doch nur normale Türbreite eigentlich. Das müsste normalerweise hinhauen. Also es ist zwar alles ein bisschen klein, aber gut, wir haben jetzt sowieso kein Geld mehr. Also von daher, oh, wir müssen noch was für die Katze kaufen. Oh. Ja, Moment, Einzelstücke. Objekte nach Zimmern, nach Funktionen. Tiere. Also sie braucht auf jeden Fall was zu fressen und sie braucht auf jeden Fall ein Katzenklo. So, sie kriegt auf jeden Fall später ein anderes Katzenklo, aber sie soll jetzt schon ein Programm gesteuerten Futternapf bekommen. Blau sieht irgendwie schöner aus. Ach so, Moment. Man kann auch andere Farben aussuchen, ne? Genau, dann nehmen wir einen in Rosa. Der sollte eigentlich in die Küche kommen, aber da ist jetzt nicht so wirklich Platz. Deswegen stellen wir den mal einfach so hier vorne in den Gang rein. Habe ich jetzt überhaupt eine? Ich habe gar keine Tür, ne? Oh, wie peinlich. Jetzt habe ich gar kein Geld mehr für eine Tür. Ja. Oberflächen sind es doch nicht. Nee, das sind die. Moment, das war, glaube ich, hier drin. Ich habe auch gar keine Fenster, fällt mir gerade auf. Aber für Fenster haben wir jetzt kein Geld mehr. Wir müssen jetzt auf jeden Fall gucken, dass wir irgendwie die Palme stürme ich hier irgendwie ein bisschen. Dass wir auf jeden Fall hier eine Tür reinkriegen. Eine, die wirklich günstig ist. Also mir wäre es ehrlich gesagt lieber so eine Doppeltür. Was ist das? Schiebetüren. Ja, das wäre schön für den Blick zum Meer hin, aber natürlich jetzt nicht für eine Eingangstür. Da können wir keine von diesen Doppeltüren nehmen, die alle zu teuer sind. Die würde noch gehen. Dann würde ich sagen, dass wir jetzt erstmal eine Einzeltür machen. Das ist ein Scheunentor. Oh Gott. gläserner Blick. Ja gut, das wollen wir. Nee, Toilettentür wollen wir eigentlich auch nicht. Individualisierte Kindertür. Kreidebleich. Schlichte Tür mit zwei Paneelen. Mit einem Paneel. 90 und 95. Was sieht schöner aus? Ich glaube, mit zwei Paneelen sieht etwas schöner aus, oder? Obwohl, nee, die finde ich ja auch irgendwie geil. Aber wenn ich eh eine Doppeltür machen will, ist es ja eigentlich Blödsinn. Also, ja gut, dann ist es andererseits auch Blödsinn, wenn ich jetzt hier nach sonst was gucke. Ich mache jetzt hier einfach mal eine Tür rein
Und ich mache jetzt davor hoffentlich eine Treppe rein. Ich hoffe, das passt noch. Glatt, rutschig, gefährlich. Ja. Warum auch nicht, ne? Wir nehmen mal die stabilen Stufen, die wir hier aber nicht anbringen können. Warum nicht? Weil die Sachen wahrscheinlich im Weg stehen, nehme ich mal an. Kann ich euch vielleicht so ein bisschen... Ne ja, doch, bis dahin kann ich noch. Ich kann die nicht so richtig ins Wasser reinmachen, aber... Das geht. Dann machen wir das doch auch. So. Das ein bisschen vor. So. Das ist doch schön. Den stellen wir auch mal zum Haus hin. Und die stabilen Stufen hatte ich, glaube ich, gerade, ne? Wieso? Oder sind das jetzt nur... Ne, das sind doch keine Stufen für innen. Wieso möchte der die jetzt nicht da dran machen? Moment. Wieso sagt der mir, dass das 375 kostet? Stimmt doch gar nicht. Das kostet nur 70. Hä? Muss ich das jetzt verstehen? Ich weiß nicht, warum der das jetzt da so teuer machen will. Backstein ist auch so teuer. Ja gut, die sind irgendwie klar. Gut, dann nehmen wir jetzt erstmal. Können wir da vielleicht eine andere Farbe nehmen? Grün ist auch nicht schlecht. So, machen wir erstmal die Stufen daran. Das ist in Ordnung. Und ich hoffe, ich habe an alles gedacht. Fenster sind jetzt leider keine drin. Könnten wir vielleicht mal gucken, dass wir... Ja, wir müssen aber noch Katzenfutter dann bezahlen. Also Fenster machen wir erstmal keine rein, weil wir sind nämlich jetzt pleite. Ansonsten, nein, ich wollte nicht speichern. Ich wollte eigentlich jetzt hier rausgehen. So, meine Lieben. Jetzt zieht ihr in euer neues Zuhause ein. Oh, ich kann direkt Elementarwesen heraufbeschwören. Aha. Was ist denn das für ein Elementarwesen? Ispa, Cool. Die haben ja sogar Handyempfang, die Elementarwesen. Was ist das denn? Karriere, genau. Wir müssen eine Karriere einschlagen. Ja, Ben hat keinen Job, das weiß ich auch. Moment, ich schaue mal im Handy nach. Da war es, glaube ich. Schauspieler, Wissenschaftler. Er muss irgendwas mit Musik machen. Umweltschützer, kann man da... 14 Euro die Stunde. Ah, das ist gar nicht schlecht. Er hat gar nichts mit Musik. Oder ist das unter Künstler gewesen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Entertainer. Ach, da war es, glaube ich. Ja. Musiker oder... Genau. Gut. Er wird auf jeden Fall dort arbeiten. Nee, das wollte ich nicht. Ich dachte, ich konnte jetzt hier noch was einstellen. Ich sage ja, es ist etwas lange schon wieder her, dass ich Sims gespielt habe. Jake wird sich jetzt auf jeden Fall auch erstmal um einen Job kümmern. So, du hast zwar keinen Handyempfang, aber du suchst ja jetzt einen Job. Komm, Liebelein, such dir einen Job. Ah, jetzt. So, Jake liebt das Angeln. Das kann er natürlich im Job jetzt weniger machen. Ich würde sagen, dass er irgendwas macht, wo er gut Geld verdient eigentlich. Also Wissenschaftler verdient ja schon mal 24 die Stunde. Das ist auch nicht schlecht.
Leckermaul. Oh, Militär verdient ja sogar 26 die Stunde. Und als Schriftsteller verdient er immerhin noch 25 die Stunde. Ich meine, gut, er ist jetzt nicht so kreativ, das jetzt nicht, aber das könnte er eigentlich auch gut machen. Die sind ja auch recht naturverbunden, weil Umweltschützer wäre zwar schön, aber muss ich ganz ehrlich sagen, da kriegt er zu wenig. Er wird jetzt erstmal Schriftsteller. Da muss er zwar auch zur Warte, Arbeit gehen, jette aber ist ja mich. egal. Oh, was ist Sauerkraut. das denn? Wie geil! Antibiotik.